Es ist später Nachmittag und wir wollen jetzt erstmal sondieren, was es zu sehen gibt. Unser Hotel ist tatsächlich mehr oder weniger einen Steinwurf vom Strand entfernt. Wir gehen also jetzt erstmal, es gibt eine obere Promenade, von der man all die Betriebe von oben ansehen kann und natürlich unten am Strand entlang, wo man an allen vorbeigehen kann. Dies ist die obere Promenade. Wir gehen aber jetzt mal nach unten und die Gastrobetriebe, es kann also gechillt werden, getrunken werden, es kann getanzt werden und natürlich auch gegessen. Es zieht sich vom Nordstrand bis weit hinter das Kurhaus und es ist wirklich alles zu finden. Der blaue Himmel und dieser herrliche Strand laden natürlich ein, dort noch ein bisschen zu sitzen. Aber wir haben erstmal Appetit auf einen Eiskaffee. Danach bleiben wir wirklich ein bisschen hier, bevor wir uns den Rest ansehen. Merkwürdig fand ich, auf der Getränkekarte waren, sagen wir mal, 3-4 Getränke aufgelistet. Wasser, Cola, Limo, was auch immer. Und darunter stand als Preis ab 3,90 Euro. Bedeutete das, dass auch eins der Getränke 7 Euro hätte kosten können? Jetzt bleiben wir aber erstmal hier, die letzten Sonnenstrahlen zu genießen. Und wie wir feststellen konnten, kann man wohl sehr, sehr weit hineinlaufen und immer noch bis zu den Knien nur im Wasser stehen. Ein Traum für alle Eltern, kann ich mir vorstellen. Ein wunderschöner Nachmittag. Und obwohl die Sonne schon tief steht, ist es noch herrlich warm. Weiter geht's jetzt durch die vielen, vielen, was hätte ich gesagt, Fresstempel, Vergnügungseinrichtungen, von denen fast jeder natürlich auch eine Speisekarte draußen groß stehen hat. Leider aber viele ohne Preise. Wir haben festgestellt, dass es hier wohl absolut in ist, am Tisch zu grillen. Das heißt, man bestellt sich irgendeine Selektion an Fleisch, Wurst, Steak, Fisch oder Gemüse und bekommt dann einen kleinen Grill auf den Tisch gestellt und kann sich also selbst alles zurechtmachen. Das scheint mir eine schöne Sache und entsprechend qualmte und roch es auch überall. Verlockend, meine ich. Hier ein nettes Beispiel, dass viele der Container zwischen den jeweiligen Buden wunderschön angemalt sind. Eine nette Idee und schön anzusehen. Wie zu sehen ist, nähern wir uns jetzt langsam dem Kurhaus. Und in dem Bereich hier ist dann auf der oberen Promenade auch noch sehr viel los, aber die bewandern wir später. Wir gehen jetzt erstmal zum Pier, zum Riesenrad und da gibt es ja auch dieses Bungee-Springen und schauen mal, was dort los ist. Hier spiegelt sich das Wasser schön in den Scheiben, aber unten in dem Gang sind Geschäfte und natürlich auch Gastronomie. Oben war leider sehr wenig draußen zu sitzen. Wenig Erwähnenswertes an Gastronomie und leider auch keine Bänke, wo man sich mal hätte hinsetzen können. Sehr wahrscheinlich zielt alles darauf ab, dass man zum Riesenrad und zum Bungee-Springen geht. Also im Vergleich zu anderen Piers, die ich gesehen habe, zum Beispiel in England, empfand ich es hier als uneinladend, weil man sich nirgends gemütlich hinsetzen konnte. Und auch ein bisschen ungepflegt. Nur zur Info, uns wurde gesagt, Riesenrad 40, Bungee springen 100 Euro, ohne Gewehr. Wir sind noch auf dem Pier, auf der einen Seite ist das Kurhaus und das ist jetzt die andere Seite, das müsste dann zum Süden hin sein.
So, und jetzt, wo die Sonne alles in so schönes, weiches Licht taucht und wir wirklich nichts gefunden haben am Strand, wo wir gesagt hätten, oh ja, da haben wir Lust drauf und auch noch die Angst bestand, dass uns kalt wird, gehen wir jetzt am Kurhaus vorbei, nach oben auf die Straße bzw. auf den schönen Platz und schauen, ob wir da nicht etwas zu essen finden. So, an dem Kurhausplatz haben wir dann mehrere Restaurants gesehen, ein brasilianisches, ein orientalisches, dann war ein argentinisches da und die Galleria, italienisch, überdacht und die Speisekarte gefiel uns. Also entgegen unserer Befürchtung, weil direkt am Kurhaus, waren die Preise moderat und das Essen fantastisch. Eine Calzone 15 Euro, eine Pizza 12 Euro, Brot und Butter 6 Euro für alle. Und ich hatte Spaghetti Carbonara, von denen ich sagen muss, ich habe sie lange nicht mehr so gut gegessen, denn die Sahnesoße hatte noch diesen Hauch von durchwachsenem Speck, der gebraten war. Fantastisch. Wie alles andere auch. Also das kann ich nur empfehlen. Und später haben wir gesehen, die sind auch am Strand vertreten. Jetzt für Bierliebhaber, die wir auch sind. Wir haben uns entschieden am Anfang, wir bestellen jeder ein anderes Bier und entscheiden dann, bei welchem wir bleiben, nämlich bei dem, was am besten schmeckt. Und einer von uns hatte ein belgisches Bier bestellt. Und dazu muss ich sagen, das ist das Helle hier vorne. Es schmeckte wie Seife mit Zitrone. Später habe ich gelesen, es wird mit Koriander gebraut. Keiner von uns wollte es austrinken. Nett gesessen, prima gegessen, tollen Service gehabt und nein, ich werde dafür nicht bezahlt. Ich bin aber der Ansicht, wenn etwas gut ist, soll man es auch benennen. Also das ist empfehlenswert. Gute Nacht. Bis morgen.